Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4 mit den Byzantinern. Ich bin Okanoxan und ja, letztes Mal haben wir eine Armee aufgestellt. Jetzt sichere ich noch zusätzlich den Bergfried ab, also den Marktplatz ab, mit einem Bergfried und nachher noch diesen zwei Türmen. Ιδέα αδική, αναπάρτε. Προσοχή! Εκελεύσεις! Έτοιμος στην καινή εγχείρηση. Ακούσετε πάντες! Έχουμε εκελεύσεις! Τούτο πράτο αμέσως! Die besorgen mir jetzt Nahrung. Ich werde etwas schneller Holz abbauen. Und Nahrung etwas schneller wäre jetzt sicher auch nicht verkehrt. Bogenschützen. Ich glaube, ich gehe noch. Wo habe ich die Kaserne? Nicht genug Rohstoffe. Diesen Aufwand. Περιμένομεν και λεύσεις, χωριάτες. Να εργάζομαι στο μεταλλείον σου ένι η απόλαυσής μου. Das reicht fürs Erste. Die das jetzt mal bis hierhin vorstoßen. Das ist ein Händler, der vermutlich hierhin wollte. Gleich haben wir wieder genügend Stein. Χωριάτες έτοιμοι και περιμένουν και λεύσεις. 200 Stein, das dauert noch eine Weile. Insgesamt 300 Stein, da warte ich noch. Χωριάτες έτοιμοι αμέσως. Να αποχωρήσουμε, χωριάτες. Χωριάτες, κινήθητε. Aber ich könnte mal nachschauen. Das könnte ich. Oder geschmierte. Gut. Ich habe keine allzu verlässlichen Rambok-Technologie. Eine Flotte dafür. Ακούσετε πάντες. Έχουμε και λεύσει. Προσοχή. Εκελεύσεις έρχονται. Το θέλημά σου είναι η διαταγή. Περιμένουμε και λεύσεις, χωριάτες. Und ich habe genügend Holz. Und die bauen mir hier noch zwei Türme. Εντολάς περί αδελφοί, εμπρός περί πατούμεν. Κέλευσον ημάς. Κέλευσον ημάς. Ούτως έστε.
drauf zu kommen. Das kommt mir jetzt hinten. Wahrscheinlich werden die ja hier sein. Ακοντιστές, στάθητε με τους αδελφούς σας. Α, τι να φέλκρον. Άρχε με τι χουδέμι, γιάνσο! Εντολάς περιμένουμε, αδελφοί μου, προχωρούμε. Έτοιμος στην καινή εγχείρηση. Ich brauche zuerst mal Stein. Das ist das Hauptdorfzentrum. Oh, das Ding hat gerade die Kanone. Hätte ich letztes Mal auch etwas schneller vorgehen können. So, 10 davon. Die riskiere ich jetzt, weil... Na gut, hier haben wir fast kein Gold mehr. Das holen nachher die Hände rein. Ja, da habe ich kassiert. Aber halt so wild, logisch habe ich kassiert. Davon die schwere Infanterie hole ich mir so. Ακούσετε πάντες. Έχω πάντες αποχωρήσετε. Τούτο πράτο αμέσως. Τες διατάξεις να παρακολουθήσω. 49 und 10. Ah, die haben noch überlebt. Ein paar Einheiten. Ich lasse den da aus Sicherheitsgründen. Und diesmal gibt es Belagerungswaffen. Die kann ich in meinem speziellen Gebäude, das ich meines Wissens nach ausgebildet habe. Hui hui pao. Zwei Kanonen und zwei schwere Triebocke. Frag mich, ob. Na, wisst ihr was? Ne, Ekoriates etimi ke perimenun ke lefsis. Veveo.
Tsugenu kann ich nur entwickeln, wenn ich auch gegen so. Ιδέα αδική, αναπαύσαστε, ούδιν ίσονται. Περιμένομεν και τις διατάξεις να παρακολουθήσω. Er schickt sie scheinbar immer hier herum. So. Da fehlt noch ein bisschen Gold. Χωριάτες έτοιμοι και περιμένουν και λέξεις. Χωριάτες κινήθηκες. Ακούσετε πάντες. Έχομεν και λέξεις. Μπράβο. Αποχωρήσετε. Χωρίς απαιτήσεως. Wahnsinnig viel. Aber... Να κτίσω την δομή αυτήν. Holz gibt's jetzt mehr. Ιδέα δική, αναπαύστε. Προσοχή. Εκελεύσεις έρχονται. Αποχωρήσετε, χωρίς απέτηση. Χτίζω καλώς. Jetzt werde ich ganz viel Holz einnehmen. Und dann, sobald meine Armee wieder steht. Ja, das ist nicht wirklich üppig. Etimos, den Perimenomen Kelestis, Koriates. Das war 300. Ihr baut mir hier nochmal eine Mühle. Der kommt wenn vermutlich hier mit allem und dran. Το ηγέντη κουντουντσί. Ο Χότσιλι. Έχω όρεξη πολύ να αντιδράσω. Πού να βάλω το βέλος. Noch ein paar Sekunden. Στρατιώτες, γίνουν η μικρή οδηγορία για σένα. Δύναμε να παρακολουθήσω τις τελεύσεις. Ερχόμεθα τα ανεξορμένα βέλη. Da braucht es definitiv noch mal einen Turm. Den weiß ich jetzt die Null zu. Έτοιμος στην καινήν εγχείρηση. Ιδέα άδικη, αναπαύσαστε. Ναι, έτοιμος στις εντολές είμαι. Ναι, έτοιμος στις εντολές είμαι. Ναι, έτοιμος στις εντολές είμαι. So. Γνωρίζω τι πράττω. Καλόν αποτέλεσμα. Γεωργία, καλή δροσία. Το σιάζον σιχτουή. Na, da warte ich jetzt das Erste. Komisch, dass er nur 4 gemacht hat. Aber das ist wohl einfach so. Bogenschützen. Ja, 150.
Dann brauche ich jetzt den nach. Nochmal 150. Diesmal habe ich wenigstens Belagerung. So, okay. Ich schaue jetzt nochmal alle Gebäude durch. Sichtradius und Sperrmahöhe. Wobei. Also einen Speer brauche ich mindestens. Das könnte klappen. Die scheint auf den ersten Blick nicht so effizient zu sein, diese Soldatentruppe. Machen wir das mal. Bevölkerungskapazität erreicht. Ich gehe jetzt auf unter 10.000. Tönt jetzt ein bisschen blöd. Aber bald gibt es kaum noch Gold dafür. Aber wir brauchen massiv davon. Ja. Das brauche ich nicht mehr zu erforschen. Das 200 ist schon recht wenig. Müsste zwar reichen, aber ist effektiv nicht besonders viel. 20 Speerträger, 12 schwere Nahkampfinfanterie, 23 Bogenschützen, 5 Fernkampf, also Fernkampf, naja, gut, die sind Fernkampfkavalleristen. Die Elefanten. Stratiotes, Kenurgies, die Attaches. Isvalomen, Kenikumen. Perimenomen, Kelefsis, Koriates. Ne. Perimenomen, Kelefsis. Na, αποχωρήσομεν, Koriates. Koriates, κινήθητε. Kann ich nicht hier irgendwie die hohe Power scheint sehr langsam zu sein. Die gehen irgendwo dahin. Et
έτοιμος στην καινή νυχτή. Οι χωριάτες έτοιμοι και περιμένουν και λεγό. Diesmal könnte ich gewinnen, weil hoffe ich jetzt mal. Ist das hier das Wahrzeichen? Ja, möglicherweise. Das habe ich letztes Mal gar nicht erst geschafft. Ein Derwisch. Scheint recht beliebt zu sein. Diesmal hole ich mir mindestens ein Wahrzeichen. Auf ich jetzt. Oh ne, drei Kanonen. So, und jetzt. Drei Kanonen. Ιδέα άδικη. Αν περιμένουμε και λέξεις χωριάτες. Ναι. Η Δομήνα κτιστεί. Έτοιμος στην καινή εγχείρηση. Ιδέα άδικη. Αναπάσταστε. Ούτε μίσονται. Ναι. Έτοιμος στις εντολές είμαι. Καλό να... Τι να ανακυνηγήσω. Ich hoffe, ich kann hier noch ein bisschen Schaden anrichten. Aber das hat sehr viele Lebenspunkte, das Gebäude. Demnach muss ich jetzt... Triebocke. Bomben hole ich hier. Königliche Kanone. Wo habe ich eigentlich meine Universität? Da kann ich sicher auch noch ein bisschen was. So. Und wieder 500 davon. Das reicht natürlich nicht von vorne. Nicht. Ja, da kommen zwei Elefanten raus in 30 Sekunden. Ein paar Elefanten sind nicht schlecht. Ah, hier kommt ein Elefant raus und dort. Ja, ich glaube, ich habe noch zwei. Die gestalten wir jetzt auch ein bisschen besser.
gleich fertig. Etwas mehr schwere Infanterie würde sicher auch nicht schlecht sein. Ich habe ein bisschen viele Dorfbewohner, stelle ich gerade fest. Στρατιώτες, οι διαταγές είναι έτοιμες. Ακούσετε πάντες. Αποχωρήσετε, χωρίς απέτηση. Προσοχή! Εκελεύσεις έρχονται. Έχουμε καινούργια. Ακούσετε. Τούτο πράτετε. Die greifen einfach nicht an. Warum auch immer, sie könnten die Loco vernichten. Ah, das Gebäude kann Ressourcen entwickeln. Ein paar. Ετοιμάσετε τα όπλα. Δεσκελεύσεις υπακούσετε. Στείλε με στη μάχη. Fünf Armbrustschützen. Drei Elefanten. Στρατιώτες, οι υποστηρίζετε το μηχάνημα. Εκελεύσεις έρχονται προς εμάς. Έτοιμος να ακούσω τις εκελεύσεις. Machen wir noch einen vierten Oh, da kriege ich ja auch noch einen Elefanten raus. Προσοχή! Εκελεύσεις έρχονται! Gleich habe ich gewonnen. Und dabei habe ich diese Armee völlig umsonst ausgehoben. Ja, also schauen wir uns mal das an. Und dann schauen wir uns noch an, was der an Soldaten hätte, aber das die Metro-KI ist manchmal ist zwar nicht schlecht. Aber bei Bombarden, da hatte Bombarden und hätte meine beiden Hui Hui Paus locker auseinandernehmen können. Bombarde. Ja, viele Einheiten hat er nicht mehr, aber Derwische. Und aber vielleicht hat er einfach zu wenige Ressourcen. Gut, seinen Hafen hätte ich bei Bedarf auch noch kaputt schießen können, die paar Schiffe, die er hatte. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen. Ein paar Reliquien wären auch nicht schlecht gewesen. Wo hatte... Oh, er hatte hier noch einen Belagerungsturm des Sultans. Ja. Hätte mir ordentlich noch schaden können und das Ganze verzögern können, theoretisch. Aber er hat einfach aufgegeben. Der Ayyubiden-Fürst. Und stellen wir uns vor, das hier wäre Zypern, diese Insel, oder der Kontinent, dann wäre das tatsächlich was Heftiges gewesen. Ja, und wir waren... Na gut, die kann ich jetzt nirgendwo mehr wohin schicken. Gehen wir mal zur Zusammenfassung. Ihr seht, ich bin Level 48, viel fehlt glaube ich nicht mehr. Übersicht, Sieg, Niederlage, Zeitlinie. Hier am Anfang, der hier angegriffen wäre, vermutlich, weil er zuerst in der Zeit gewesen wäre. Und auch hier hätte er mir ziemlich schaden können. Aber letzten Endes, ja, hat er verloren. Sagen wir es mal so.
Gesamtpunkte hatte er überall mehr. Na, hat vermutlich deutlich stärkere Wirtschaft. Verlorene Gebäude 5. Ich denke, das waren die Mauern und deine Turm. Tötet verloren. Deutlich weniger Einheiten. Er hatte das größere Heer. Ich habe am meisten Steine gebaut, abgebaut. Logischerweise kann er kein Olivenöl, aber er hatte. Ich frage mich, wie viele Dorfbewohner. Weil er hat deutlich mehr Holz, ein wenig mehr Nahrung und deutlich mehr Gold. Wahrscheinlich ist er früher auf Handel gegangen. Aber ich war sogar zuerst. Ah ja, logisch. Hat das die ganze Zeit mehr Punkte. Das heißt, ich habe da was falsch gesehen vorhin gerade. Aber meine Forschung war leicht besser. Gesellschaft, ich hatte sogar die größere Bevölkerung. Und trotzdem, ja, seine Dorfbewohner waren halt einfach eindeutig besser. Hat nur 3 Minuten knapp untätige Dorfbewohner gehabt. Gehen wir nochmals zur Zeitlinie, dann sehen wir, ja, er war immer deutlich besser. Und hier hatte ich zwar meine letzte Niederlage, meine erste Niederlage, die zweite beinahe Niederlage und dann als meine beiden Hui Paus, wie auch immer, sein Haus der Weisheit nie eingerissen haben. Und hier war ich nicht so lange später, hier auch nicht, aber ich war deutlich später im letzten Zeitalter. Gehen wir mal auf Punktzahl. Hier seht ihr es noch deutlicher. Er war einfach punktemäßig war er besser, aber am Schluss hat er aufgegeben, bevor das Spiel zu Ende war. Ja. In diesem Sinne gehen wir nochmal zurück und schauen uns unsere Armee an, mit dem Blick auf die Armee, die eigentlich zum Kampf bereitstünde. Ja, eine Sekunde vor einem Turmelefanten. Naja. Mit diesem Blick, so nahe kann man ranzoomen. Das sind Limitanei. Das sind die Varäger. Ja, nicht zugänglich, das war klar. Varäger ursprünglich mal Wikinger. Später dann, ich glaube, nicht, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber die Wikinger sind bis nach Konstantinopel gekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn ich vermutlich wieder Age of Empires 4 zeigen werde. Diesmal, das nächste Mal mit den Japanern, möglicherweise gegen die Chinesen. Wir schauen mal. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Okanoxon.